fantastisch. Willkommen bei Stroh in der Stadt. Theorie, Vortrag, Teil 1. Vorm berühmten Darmstädter Darmstadion. Wie jeder weiß, gedämmt mit Stroh. Deshalb ist das auch so bekannt. Ich habe eine Staffel vorbereitet, einen Vortrag, den ich in mehreren Teilen aufgebaut habe. Einleitung, da stelle ich mich kurz vor. Darauf folgt der Block Konstruktion. Da ist dann dabei die Außendämmung, die Hybridbauweise und die lasttragende Bauweise. Dann haben wir Baurecht und Zulassung, da kommen die ganzen Bauteileigenschaften mit rein. Die Kosten, das ist, und schließlich nochmal ein kurzes Fazit. Erste strohgedämmte Kongressgebäude. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ist nicht mehr strohgedämmt. Aber ich erzähle euch hier mal, wer ich bin. Die Einleitung sozusagen. Teil 1 der Theorie. Strohtheorie, wenn man so will. Wer bin ich? Warum mache ich das überhaupt? Ich bin Architekt. Seit 7 Jahren arbeite ich als Architekt in Architekturbüros, bin angestellter Architekt und habe einen großen Kindergarten mit Gemeindezentrum in Mannheim gebaut. Bei Netzwerkarchitekten war ich damals angestellt. Das letzte Projekt, was ich bearbeitet habe, war bei Vercom Architekten. Das war ein Mehrgenerationenhaus, ein Genossenschaftsprojekt mit auch 1400 Quadratmeter ungefähr Nutzfläche. Ein Wohnbau hier in Darmstadt. Worum es bei dem ganzen Kram eigentlich geht, ist, dass wir es schaffen, die Heizkosten zu senken. Das ist der Grund, warum wir unsere Häuser dämmen. Wenn wir unsere Häuser dämmen, brauchen wir weniger Heizlast für unsere Gebäude. Und wenn wir weniger heizen, brauchen wir weniger Energie. Somit sind unsere Häuser dann nachhaltig. Das ist die Idee. Prinzipiell keine schlechte Idee. Wenn wir es schaffen, Häuser zu bauen, die weniger Energie verbrauchen, haben wir schon mal einen großen Schritt geleistet. Der Bug eigentlich ist, dass der Hauptteil unserer Gebäude im Bestand sind. Also müssen wir eigentlich die Thematik lösen, wie kriegen wir es hin, unsere Häuser im Bestand zu heizen und das energieeffizient zu machen. Und da ist nicht die Lösung, jetzt überall Dämmung drauf zu klatschen, weil auf so alten denkmalgeschützten Fassaden, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Kann man mit Innendämmung arbeiten. Und meines Erachtens gehört zum Teil dieser Frage, wie gehen wir mit unserer Energie um, auch welche Materialien benutzen wir. Weil es kann nicht Bestandteil einer energieeffizienten oder nachhaltigen Architektur sein, dass wir uns nur auf die Heizlast beschränken. Es geht also nicht nur um die Heizlast, sondern auch um die Dämmung, die wir benutzen oder um alle Materialien, die wir beim Bau einsetzen. Also ein ganzheitlicher, architektonischer Vorgehensweise, wie wir mit Architektur umgehen wollen. Und Stroh als Dämmstoff ist nur ein Baustein. Und ich habe mich halt immer gefragt bei meinen letzten Jobs, wie können wir damit umgehen, dass wir, gibt es einen Wandaufbau, der nachhaltig ist, wo nachhaltige Materialien eingesetzt werden. Weil ich komm nicht darum rum, die Neubauten zu dämmen. Ich muss irgendwie diesen Standard einhalten, was ja auch Sinn macht. Und ich würde das gerne machen mit Materialien, die auch ökologisch nachhaltig sind. Darum geht es mir. Und ich wusste, dass man mit Stroh Häuser bauen kann. War 2014 schon in Siebenlinden und habe mir das mal angeguckt und habe gesehen, hey, da stehen ja schon Häuser. Stropolis heißt es, glaube ich. Und das fand ich ziemlich faszinierend zu sehen, dass das funktioniert. Dass diese Häuser gebaut sind aus Holz, Holzkonstruktion gedämmt mit Stroh, außen verputzt mit Kalkputz und innen mit Lehmputz. Und es sind also nur natürliche Materialien verwendet. Und das hat mich fasziniert. 2017 habe ich die Chance genutzt, habe mir eine Auszeit gegönnt. Nach 7 Jahren sozusagen das Sabbatical und habe
mir meinen Klapprad geschnappt, meine Beatrix. Da habe ich keinen Stroh auf dem Hänger gemacht, aber meine Tasche war da drauf. Und bin mit der losgefahren und war viel mit dem Bus unterwegs. Und da habe ich das Klapprad eingepackt und war in Österreich, Schweiz, Italien, Deutschland, Frankreich und England damit unterwegs. Habe Workshops besucht, Baustellen und wollte wissen, wie das funktioniert. Jetzt bin ich wieder im schönen Darmstadt. Habe auch wieder einen Job gefunden. Arbeite als festangestellter Architekt wieder und parallel versuche ich mich selbstständig zu machen. Das Ziel ist, keine konventionellen Häuser mehr zu bauen. Keine konventionellen Häuser mehr bauen heißt für mich, Häuser zu bauen, wo die Materialien, die wir benutzen, so eingesetzt sind, dass sie ihren Eigenschaften und ihren Zweck entsprechen. Ich würde mir wünschen, dass wir an den Stellen, wo wir nachhaltige Materialien einsetzen können, diese auch tun. Und das kostet, momentan ist das leider so, auch einfach ein bisschen mehr Geld. Nachhaltige Materialien, die Dämmstoffe, das ist zum Teil einfach teurer. Ein Holzbau ist auch ein bisschen komplexer zu planen. Und das kostet Geld und ich bin der Meinung, dass wir dieses Geld in die Hand nehmen sollten und unsere Häuser so bauen, dass wir unsere Erde nicht zerstören, weil wir nur eine haben. Ja, so sieht's aus. Und da bin ich irgendwie von überzeugt und ich würde das gerne in meinen Beruf einfließen lassen. Und Stroh ist eine Möglichkeit, seine Häuser zu dämmen. Das ist kein Industrieprodukt, momentan zumindest noch nicht. Man kann die Ballen direkt vom Feld, vom Bauern nehmen. Die kann man zertifizieren lassen. Was zu der Zertifizierung gehört, das kommt im anderen Teil noch dran. Und wenn die zertifiziert sind, dann kann ich die als Baumaterial einsetzen. Und die Ballen, die vom Bauern kommen, das sind in der Regel hauptsächlich momentan, werden große 2 Quadratmeter Durchmesser Rundballen gemacht. Damit kann man nichts anfangen, aber die kleinen eckigen Ballen und die großen Ballen, die ungefähr 2 Meter mal 1,20 Meter sind, die kleinen sind ungefähr 1 Meter. Und mit denen können wir Häuser bauen und Häuser dämmen vor allem. Und das, was mich fasziniert, ist, dass wir damit zum Hans-Peter aufs Landgut fahren können. Und der Landwirt, der fährt da einmal über seinen Trecker drüber und wir haben das Stroh, mit dem wir Häuser bauen können. Und das finde ich faszinierend. Man hat keine weiten Wege, man hat das Material lokal. Es ist eigentlich ein Restprodukt und wir werden damit nicht die Welt retten, aber es ist ein spannendes Material. Und das fasziniert mich und deshalb mache ich das. Sowas kann man damit wahrscheinlich nicht bauen, weil da nur Glas und Beton drin ist. Aber ja, mein Gott, dann macht man die Dinge halt mit Stahl und Glas und Beton und wir bauen unsere Wohnhäuser aus Holz und Stroh und das ist ja auch okay. So, kann jeder machen, wie er will.